Cnicus benedictus heißt diese distelähnliche Pflanze, auch Cardo benedictum-Kraut genannt. Eine distelähnliche Komposite, also ein Köpfchenblütler, der, wenn er aufgeblüht ist, natürlich sehr schön dekorativ aussieht. Wir haben das hier so im Bild. Eine sehr attraktive Pflanze eigentlich. Wird medizinisch vor allem aufgrund seiner Bitterstoffe verwendet. Sie hat also auch bittere Stoffe in den Blättern. Der Tee schmeckt sehr, sehr bitter und wird als Magentee verwendet. Und Magengalle-Tees ist auch sehr häufig enthalten. Also Cnicus benedictus, die Cardo benedictum Distel oder Cardo benedictum Kraut.